Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute schminken wir mir einen Look. Und zwar probiere ich zwei Paletten aus. Diese beiden von Catrice. Einmal die Chocolate Lover Palette. Und einmal die The Smart Beige 010 Nude But Not Naked. Diese beiden Paletten sind über Trash zu mir gekommen. Und die will ich jetzt mal ausprobieren, ob ich sie wirklich beide brauche oder ob eine davon reicht. Das gucken wir jetzt mal. Ich starte mit der Cocoa Palette auf der rechten Seite. Ich werde es nie lernen mit dem Zoom. Niemals. Dann nehme ich die Base-Farbe. Ich brauche einen Spiegel. Da sind nämlich keine Spiegelchen drin. Nehme ich mir die Base-Farbe und tapp die mal so auf. Die heißt auch Base. Die ist so hautfarben. Ja, das kann man gut machen. Dann nehme ich mir einen Blenderpinsel von BH Cosmetics, die Nummer 17. Und gehe mal in so einen Roséton rein. Oh, der ist aber gut pigmentiert. Ja, der ist schon mal schön. Und gehe in den dunkleren rötlichen Ton. Der ist auch schön. Oh. Ja, das wird heute ein Nude Look. Ihr könnt es kaum fassen, dass ich auch mal Nude Look mache. Ich weiß. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Das reicht mir schon fast. Meine Entscheidung ist schon fast gefallen. Jetzt muss nur noch der Schimmerton Bright. Es ist nur ein Schimmerton in dieser Palette und der heißt Bright. Und wenn der jetzt noch gut performt, was er tut, das gefällt mir sehr gut. Dann gehe ich mit dem Pinsel, den ich jetzt für den Bright benutzt habe, auch mal in das dunkle Braun und gehe hier unten an den unteren Wimpernkranz. Wow, Catrice. Bisschen smoky. Ich habe wieder ein bisschen zu doll gemacht, ne? Aber naja, passiert. Bisschen Kickback, aber die Cocoa-Palette Chocolate Lover 010, die darf bleiben. Das ist eine schöne Pigmentierung, das gefällt mir sehr gut. Und dann gucken wir mal, was die The Smart Beige Collection so kann. Die hat diese Farbtöne. Und da ist ein bisschen mehr Schimmer dabei. Und die sind so ein bisschen texturiert. Die Farben, ich gehe mal in Light. Und presst den so unter die Augenbraue als Eyebrow Highlight. Ja, so im Vergleich, der Light im Vergleich zu dem Base ist schon deutlich heller. Dann nehme ich mal einen anderen Pinsel. Nehme ich mal hier auch von Ebeline nehme ich ein. Und gehe mal in so einen Mauve, nee Quatsch, Mauve. In so einen Gräschton rein. Okay. Der ist nicht so überzeugend. Gehe ich mal in den anderen Ton rein.
auch nicht so schön. Dann gehe ich meinen Braun. Also wenn bei so einer kleinen Palette schon zwei Töne auf meinem Auge nicht funktionieren und der dritte aussieht wie Asche, guckt euch das mal an. Das sieht aus wie Grau. Und hier im Pfändchen, also ich habe den benutzt, den hat man nicht gesehen. Dann habe ich den benutzt, den hat man auch nicht wirklich gesehen. Und den ich jetzt drauf habe, ist der hier. Ich gehe mal in Sculpt. Das ist der braun, der dunkelste Braunton. Da gefällt mir die Cocoa deutlich besser. War auch deutlich einfacher damit zu arbeiten. Die ist echt ein bisschen nicht so meins. Schwierig, würde ich sagen. Oder einfach nicht meine Farbrange. Könnte auch sein. Dann gehe ich mal in den goldenen Schimmerton. Ach, ich habe keinen Spiegel. Press den mal auf. Wozu habe ich eigentlich meinen Ananas-Handspiegel? Der überzeugt mich aber auch nicht. Dann gehe ich mal in den anderen Schimmerton, den anderen hellen Schimmerton. Der ist ganz schön, aber mir gefällt das Wärmere einfach irgendwie besser. Die wird desinfiziert und ins Trash-Paket gegeben. Für jemanden, der vielleicht diese etwas kühleren Töne mag oder noch nicht hat oder diese Palette noch nicht hat und die mal ausprobieren will, die wird weiter wandern. Und die Cocoa bleibt bei mir. Die finde ich wesentlich schöner. Ja. Das war mein Palettenvergleich. Beziehungsweise mein Try-On. Beziehungsweise meine Spielstunde mit den Catrice-Paletten. Schlecht sieht es ja nicht aus, das Grau, aber irgendwie mag ich das nicht so gerne wie das Braunrot. Nee. Goody. Machen wir mal noch Mascara drauf, dann sieht das, die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich nehme die Lash Extension Mascara von Catrice, die gibt es bestimmt schon nicht mehr. Aber ich habe sie noch, wie es immer so ist. Weil die Looks mit Mascara sehen immer noch mal ganz anders aus. Finde ich. Macht das Auge noch ein bisschen wacher. Und angeditscht. Naja, gut. Ja. Und so eine graubraune, graubraun, ich weiß nicht. Nee, die kommt weg. Die Cocoa, die behalte ich, die ist wunderschön. Also meine Empfehlung, falls ihr euch eine Catrice-Palette holen wollt und es gibt die noch,
New Formula. Die Formulierung ist auf jeden Fall besser als bei der anderen, bei der Beige-Palette. Die Cocoa kann ich euch nur empfehlen. Falls ihr super doll auf Glitzertöne steht, hier ist nur ein Glitzerton drin, der Rest ist matt, was ich persönlich ganz schön finde. Für einen einfachen, schnellen Look, für einen Alltagslook finde ich die gut. Die bleibt bei mir und die andere darf gehen. Ja. Apropos gehen. Ich gehe jetzt auch mal. Tschüssi, ihr Lieben. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder. Bis dahin. Zweimal winken hält besser. Tschüss.